So, muss ich nochmal so tun, als ob der Stream erst jetzt angefangen hätte. Wir spielen Penumbra. Und das ist richtig dämlich, was ich hier gerade mache. Ich glaube, wir müssen dieses dieses Batterieteil runterwerfen, damit es vielleicht kaputt geht und hier eine Batterie droppt. I don't know. Ich verstehe sonst nicht, warum da das Geländer war, die man wegschlagen konnte. Richtiger Spargeltarzan, der Nicht-Dennis. Okay. Ich weiß ja nicht, wie Nicht-Dennis aussieht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann nicht behaupten. So, hier. Die Range ist ja unglaublich. So. Also, wenn ihr gerade Hunger habt, dann holt wahrscheinlich, geht mal schnell in die nächste Großstadt, kauft. Geht zu 20 Läden. Ich brauche noch ein bisschen, bis hier dieses Teil hier mal da unten ist. So. Bam. Bam. Die Steuerung ist echt sehr seltsam. Kann man das nicht irgendwie weghauen, da diese komischen Dinger? Egal, ich schieb das einfach irgendwie runter. Sieht gut aus. Wieso brauchen wir einen Hammer, wenn wir eh alles mit der zerstören können? Mit der Spitzhacke. Kann man da runtergehen, ohne dass ich sterbe? Ohne die Leiter runtergehen, ohne dass ich sterbe? Hans vielleicht am Ende. Der bei Daylight spielen mit Schicksal. Ja, stimmt, das hatte ich sogar vor. Ich wollte erst ein Video aufnehmen, aber ich dachte mir, nee. Aber ich habe ihn nicht als Mörder. Also ich habe ihn noch nicht gekauft. Aber ich würde eh erstmal eine. Oh Gott, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ich würde aber trotzdem gerne eine. Wieder der bei Daylight spielen. Auch als Überlebender. Weil ich habe jetzt länger nicht mehr der bei Daylight gespielt. Muss wieder da reinkommen. Ich habe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich im Januar. Der bei Daylight schon gespielt habe. Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Ah, mal schauen, ob Map oder Mörder. Ah ja, Map, genau, das die können ja eh kommen. Und man kann ja trotzdem die Sachen freischalten, also die, wie heißt es, die Opfergaben, dass man eher zu der Map kommt. Das wäre eigentlich auch schon mal eine gute Sache. Und allein, was ich bei neuen Killern einfach auch cool finde, erstmal gegen sie zu spielen, anstatt sie selber zu spielen, weil wenn man gegen sie spielt, dann wird man ein bisschen mehr überraschungsmäßig, so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt du da so runter, ich mag das. Jetzt unten haben. Und wie kann ich da runterklettern? Ich glaube, ich muss den Hammer aus der Hand nehmen. Ich hatte keinen Hammer in der Hand. Tatsächlich, ich darf nichts in der Hand haben. Aber schauen, ob ich da bin, weil morgen Schule. Wie lange wirst du denn da sein heute? Weil dann kann ich mich ein bisschen danach richten. Oh, da ist ja echt was rausgekommen. Battery. Weil wenn du jetzt sagst, ja, ich kann nur bis um 11 oder so, dann würde ich, ich würde eh nicht so lange Penumbra machen. Weil Penumbra will ich jetzt eh nicht in dem Stream durchspielen. Da habe ich nur ein paar Streams geplant. So, kann man die jetzt zufällig hier reintun? Ich glaube, hier sieht es aus, als ob man hier was reintun könnte. Okay, kann man die jetzt da reintun? Okay. Da steht ja auch Battery Vogelmann. Okay. Jetzt stand doch da, dass man irgendwas machen muss. Achtung, gleich Augenkrebs, wird zu hell. 20 oder 23 Uhr. Okay, nee, das hat nichts gebracht. Wo waren die Anleitungen? Ah, die Anleitung haben wir ja irgendwo hier. Notebook N müssen wir drücken. Okay, N. To-Do-List. Die ist sehr voll. Notes. Generator. Connector, Wolf. Richtige Reihenfolge jetzt. Hier, welche ist jetzt welches? Das ist halt die Frage. Auf jeden Fall geht jetzt schon mal was. Das ist schön. Also wir haben jetzt das und das. Meine Mutter meinte gerade, dass du voll schüchtern drüber kommst. Bin jetzt am PC.
Okay, interessant. Schüchtern, ja. Kann schon sein. Gerade öffnet, okay, Google, und dann steht. Dann. Was? Und dann steht da, bringt nichts. Was? Was meinst du damit, Crusher? Cooling System. Existim. Increase Flow. Turn. Ich würde mal ganz kurz hier ein schönes Foto davon machen, um nicht immer diese Sache zu öffnen. Dann würde ich mir das hier so wunderschön neben meinen Bildschirm hinstellen, also vor meinen Bildschirm. Dann kann ich das da auch immer lesen, das ist gut. So, enter the area surrounding the seven. Also, das ist das Teil. Ich muss einfach die Umgebung clearen, also dass da nichts rumsteht. Ja, hier steht ja nichts. Nicht, dass ich wüsste. Das haben wir. Connect and confirm secondary flow by the appropriate wall. Was ist das gerade? Mach einfach mal alles an, es wird schon gehen. Denke ich mal. Release Existing. Dann mache ich das noch an. Ah, ne, Primary ist das letzte, oder? Ja, dann kommt erstmal das hier. Haben jetzt alles an, tatsächlich. Und jetzt? Ich mache einfach mal an, ne? What? Oh. Ah, da ist was rausgefallen. Kommt es rein? Was ist da? Da fehlt doch eins und reintun soll ich es nicht. Soll ich nochmal alles anmachen? Sicherungsdurchgebrannt. Gebrannt. Die Batterie kann man nicht mehr ändern. Was soll ich denn hier tun? Hier kann man auch nichts drücken. Ich dachte nicht, dass ich jetzt so schnell wieder keine Ahnung habe von dem Spiel. Du hast gesagt, es bringt nichts, öffnet sich, okay, Google, und es gibt ein, es bringt nichts. Achso, okay, ja gut. Das war nicht meine Intention. Aber man kann es ja auch nicht aufnehmen. Was bringt das hier? Oh, jetzt habe ich es weggeworfen. Wieder keine Ahnung von dem ganzen Spiel. Ich würde sagen, ich schaue später wieder vorbei. Ich will mal den Rest noch erkunden. Ich kann das Spiel wieder rein. Ja, gut. Ich weiß nicht genau, was da jetzt los war. Ah, hier ist noch eine Box. Kann ich hier öffnen? Anscheinend nicht. Das Licht ist ja an. Power Room. Okay, wir gehen aber trotzdem erstmal zu den anderen Orten. Hier hinten waren wir nämlich noch gar nicht. Passiert aber öfters. Alles klar. What the fuck? Ich habe ein bisschen Panik. Hier keiner da. Wer hat denn so geschrien? Hallo? Bis wir unten reinpassen. War da gerade ein Bau-Bau? Nee. Da ist auch noch eine Tür. Bewegen uns ganz leise.
unauffällig. Oh je, hier sieht es größer aus, als es gut ist. Mal wieder zu. Ne, er fuses. Ah. Bei Box empty. Ah. Obwohl, das ist Battery. Was habe ich jetzt? Flare. Was ist da oben? Was war denn das jetzt? Was habe ich da gerade aufgenommen? Oh, ich muss die Nase putzen. Unglaublich, was ist jetzt mit meiner Nase los? Kannst du sagen, was am Anfang passiert ist? Ich habe es verpasst. Achso. Oh, muss ich kurz selbst überlegen. Achso, ja, wir sind eben hier runtergestiegen, weil... Ah, das Fahrzeug, das kann sein. Nee, weil wir eine Post von unserem Vater bekommen haben, dass wir hier einen Schlüssel finden oder so für sein Bankfach oder so. I don't know genau. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier unten und hatten schon im letzten Part mit gruseligen Hunden zu tun. Und ja, so ist das Ganze. Und wir wollen jetzt immer weiter vor, dass wir hier auch wieder rauskommen, weil wir mehr oder weniger jetzt eingesperrt sind im Ganzen. Gut. Aber falls du es genau wissen willst, schau auf Wikipedia, da steht es ganz genau. Einfach auf Wikipedia Penumbra Overture eingeben, so schreibt man das. Overture, also Overture, genau. Genau. Emergency Procedures. In the event of an emergency, all mine workers are asked to follow the standard emergency procedure detailed in the leaflet provided. Rescue services will already be on their way, and so under no circumstances should employees attempt to aid colleagues themselves or contact their emergency services. This code sheet is provided for use in the extremely unlikely event that you are trapped in the mine with no way in which signal or otherwise contact emergency crews. In this scenario you should ensure your stability of surrounding environment by gently tapping and feeling the rock. Once you've once you feel certain that there is no risk of rock slide, check to see if you have any form of communications device at hand and attempt to send a distress signal using this code sheet. The third point, should such a device be unavailable or damaged, begin firmly tapping out a message on the wall of the cave. Rescue crews will hear you and arrive promptly to dig you out. Okay, Morse. Oh shit. Das werden wir bestimmt auch noch brauchen. Ich mach mal kurz ein Foto davon. Poli, wie kann man streamen, wenn DFB-Pokal Bayern spielt? Ja, wenn man kein Sky hat, was? Dieses, was? Ja, heute ist Bayern DFB-Pokal gegen Paderborn, aber das läuft ja doch nicht im Fernsehen, oder? Wenn es im Fernsehen läuft, dann bin ich vielleicht ein bisschen verwirrt, aber... So, haben wir jetzt alles hier. Aber schön, dass du auch mal vorbeischaust, Poli, freut mich. Be careful. Erstmal rumwerfen. Gut. Hier, das kann man bestimmt kaputt machen. Mit hier dem hier. Linksklick und dann hauen. Okay, das geht nicht. Vielleicht oben ist da was? Tatsächlich, da oben ist was, aber das hat geleckt. Hallo? Der ist der Fuse. Ja, schön. Die hole ich mir jetzt auch. Hohoho.
habe auch kein Sky, aber es gibt jetzt Internet. Ja, aber komm. Ich bin jetzt kein Fan davon, das mir jetzt irgendwie auf irgendwelchen Seiten irgendwie reinzuziehen. Wenn man noch streamen könnte. Am Dienstag streame ich ja eh ganz gerne. Und ja. Ich würde den gerne nehmen. Den kann ich. Doch, jetzt kann ich nehmen. So, wir haben Fuse. Und wahrscheinlich war die rausgefallen, ist die kaputte, die wir auch auf den Generator geworfen haben. Ich würde trotzdem gerne noch da hinten lang schauen. Da ist auch eine Tür. Die würde ich mir schon gerne anschauen, wenn ich ehrlich bin. So. Was haben wir denn hier? Eine Art Radio, der an ist. Commons Equipment can't be within signal range. Ah, vielleicht müssen wir das dann anmachen, wenn wir. Oh, was haben wir jetzt? Com Radio. Ich lasse es mal an. The beeping coming from the speakers. Maybe there's someone out there after all. These radio. These spare radio parts don't look spare at all. They almost look like they've been put here recently. Ist da oben noch was wir brauchen? Be careful, ja, natürlich bin ich careful. Oh. 12. Januar 1972. Die macht das für Geld, sonst hätte das Spiel geschaut. Wie meinst du, Crusher? Boys, I'd come have a word with you myself, but I've got more important things to do than piss about making sure you're all doing your jobs properly. Now I know there's a certain amount of camaraderie between you, you lot, playing pranks, and jokes on each other. It comes with the territory, and that's fine, so long as you don't add me to your list. God knows you need something to keep your entertained down here. However, you all know full well that Penrose has some very deep-seated issues with his height. So anyone who thought it would be a good idea to sabotage this his generator, then hide all the spare fuses on the top shelf in the storeroom would quite clearly need his head examined. You get me? Täte es nicht Geld geben, hätte sie die Fibel schon. Ich verdiene nichts, null mit Twitch, nichts. Naja. Oder was meinst du damit, Crusher? In other news, Jones, I want that inventory done yesterday and the rest of you. It's not all fun and games, you hear? On a serious note, another radio's gone missing and you would better hope to God that means one of you's lost it. Because stealing ain't a pretty word in my book. It's the third one this month. Which means the amnesty on coming clean at first, coming to a close. Then there will be repercussions. Got it? What's strange is you're supposed to be working in Paris, so nobody should be able to get their hands on a radio without the other spotting it. When I find out who's responsible, I'm gonna find out how they got away with it so long. Then I'm gonna fling them out into the snow and leave them there. They will just disappear in the night, just like all those radios. Harvard lead mind form. Gut, Kleinspende. Ja, ja.
Nee, ich habe keine Spenden eingerichtet. Aber jetzt, mit dem, wenn man bei YouTube eh nichts mehr verdienen kann, muss ich das ja unbedingt machen. Nein, Spaß. So, was haben wir denn hier? Es ist sehr unangenehm, das hier zu spielen, aber ich finde das genau gut. Wir wollen da hoch. Wollen wir da hoch? Ich glaube, wir gehen da mal hoch. Wir schleichen hier hoch. Was bringt es? Es leckt. Ah, man kann ja rüberspringen. Nee, man kann ja nicht rüberspringen. Wo sind hier Hundis? Ist da hinten ein Hundi? Ich höre auf jeden Fall einen Hundi. Okay, das bringt mir gerade aber gar nichts. Ich würde sagen, was steht denn da? Storage? Eco was? Excavation? Excavation und Shaft, okay. Da kommen wir glaube noch nicht rein. Soll denn ein Hund sein? Da ist ein Hund. Tatsächlich. Wir gehen hier mal weg. Die Hunde würden uns sicher nicht sehen. Hoffe ich mal. Dann schauen wir mal, ob die neue Sicherung funktioniert jetzt. Also ich hoffe mal, dass das Ganze klappt. Dass es worked. So. So, einen Moment kurz. Dann probieren wir das gleich mal aus. Nicht das hier, das hier. Und dann nehmen wir die Fuse und tun die da rein. Und nun dasselbe nochmal. Ich weiß nicht mehr die Reihenfolge. Ich glaube, das hier war's. Das hier. Nein, das nicht. Das hier. Dann das hier. Dann das hier. Dann das hier. Und dann das hier. Okay. Ich glaube, ich habe die falsche Reihenfolge, kann es sein? Die gehen trotzdem noch an, das ist sehr schön. Jetzt habe ich sie, kann ich nicht mehr ausmachen. Okay, aber wartet mal. Ich habe was, will was ausprobieren. Okay. Machen wir das mal in der Reihenfolge. Ich weiß halt die Reihenfolge nicht. Ich kann halt nie so gut denken, die schon. Ich glaube, das war richtig. Sau gut. Ich soll hinter die Wand gehen, wurde mir gesagt. Obwohl nicht hinter die Wand, hinter die Wand. Hier lieber. Ich habe keine Lust, dass irgendwas Schlimmes passiert. Wenn ich da runterfalle oder so. Ich glaube, wir können jetzt weiter, oder? Oder können wir da einfach... Vielleicht ist jetzt der an und ich kann jetzt die Schranken betätigen da hinten. Auf dem SCP-Konzept, wie war es denn? Ich fand's super. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich nicht alleine dort war. Nee, es war echt cool. Aber werde ich ja, wie gesagt, in der Wochenrückfolge genauer drauf eingehen. Der Wuffi, der steht aber gerade nicht da. Und jetzt ist auch Licht an.
Da steht sogar Wow-Wow ist am Start und da ist auch Wow-Wow schon. Nein, mach doch die Taschenlampe nicht an. SPD. Nein, nicht SPD, sondern SCP. Das ist eine Band aus Berlin. Geht denn der hin? Dieser Hund ist so gruselig, es macht mich richtig fertig. Wenn der jetzt weitergeht, dann mache ich den mal auf. Ich habe echt Panik, das ist blöd. Nein. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Oder ich hoffe nicht. Wer weiß, dass ich jetzt da bin, aber ich glaube, so schleust die KI jetzt nicht. SCP ist eine gute Band, muss man kennen, auf jeden Fall. Mach, mach. Ich muss einen Code eingeben. Ah, ich muss mausen. Morsen. Bei welchem Code? Das ist die Frage. Notebook. To-Do-List. Beyond the fences at to the right, there should be a hole. Persistent to reach further. Okay, aber ich glaube, ich muss es damit verwenden. Ist jetzt immer noch da. Ja, der chillt da ewig rum. Das ist halt immer so ein bisschen. Jumpscare. Nö, Jumpscare gibt es im Spiel eher weniger. Das ist eher so atmosphärisch, das Spiel. Ne? Weil schon dieser Hund. Aber wenn der uns anspringt, dann ist es schon ziemlich gruselig, würde ich sagen. Jetzt geh mal weg, Wow-Wow. Der wird schon nicht durchkommen. Hoffe ich ganz, 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 ganz stark. Oh Mann. Okay. Wir sind jetzt endlich mal wake. Also wake und weg und alles passt. Okay. Ich muss mal die Notes lesen. Was bringt uns das? Ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich mich vor denen hinstelle und mich aufmerksam mache. Na du, Wow-Wow, ich bin hier. Wenn ich ihn anleuchte. Okay, ihn juckt es halt echt nicht. Okay. Welchen Code soll ich eingeben? Eins. Ich kann's. Ich bin so gut unauffällig. Hallo. Hallo, du siehst mich nicht. Du bist blöd. Blöd bist du, blöd. 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 Blöd, blöd, blöd. Oh Gott. Wird mir nicht gesehen, hoffe ich. Hallo. Blöd. Ja, okay, echt blöd. So. Ich
kommen wir hier durch? Wir brauchen halt einen Code. Ich schau noch mal kurz da hinten rein. Hier hinten rein, ob da irgendwas mit einem Code ist. Was kann ich auch machen, oder? Hier ist auch nichts drinnen. Wieso geht das, wenn da nichts drin ist? Das macht mich traurig. Kann es sein, dass das der Code ist, den ich eingeben muss? Oh nein. Der Pilz ist cool. Heute den ganzen Tag Lieder von ihm gehört. Yay. Oldschool auch. Was meinst du mit Oldschool? Fünfmal kurz? Oh, das ist echt schwer zu merken jetzt. Dim, 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 dim. Oh Gott, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Zeichnen. Okay, ich habe jetzt hier was, was ich verwerten könnte. Es ist nicht einfach jetzt. Wir stellen uns jetzt in diesen wunderschönen Container und überlegen. Ältere, ja. Ich habe gerade nur Montag, also die Nacht von Montag bis Freitag, du meinst von Freitag auf Montag, aber okay. Und Tanz aus der Reihe im Kopf. Ja, die sind auch cool, die Lieder. So. Dann schauen wir mal. Da, da, da. Also, es waren 5 Punkte. Dann waren 2 Striche. Dann waren wieder Punkte. 5, 7 könnte es sein. Oh, das ist so kompliziert. Das ist unglaublich. 5, 7. Dann 7 hat 3 Striche, dann bin ich jetzt hier. Anbieter 3 und 2 Striche. Das ist dann 3. Dann 3 Striche und 3 Punkte, gibt's es? Dann wird es 8 sein. 5, 7, 3, 8. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann bin ich echt. Bin ich echt sehr, sehr geflasht von dem Spiel. Okay, 5, 7, 3, 8. Unglaublich! Oh mein Gott, ist das heftig nice. Holy, ist das cool. Ich kann das Morse, Alf. Das ist cool. Sagen wir so, ich konnte es wirklich mal. Ich konnte es, also ich glaube, glaubt ihr, dass du es kennst? Aber ich konnte es auch mal. Ich hatte sogar. Was war das? War es ein Bett mit Blümchenheft oder so? Und da gab es halt so eine kleine Taschenlampe mit so Morse-Hilfe dabei. Und es war voll toll damals. Ich konnte es auch, aber ich habe es irgendwie wieder vergessen. Naja. Was muss man alles vergessen, wenn man unnötiges Zeug für die Schule lernt, oder? links oder rechts, das ist die Frage. Der Wauwau ist jetzt mehr oder weniger frei. Wir müssen aufpassen. Das Tor ist offen. Das macht uns aber... Oh Gott, der ist jetzt hier. Ich hab Angst. Ich weiß nicht warum, aber ich hab so Angst vor diesem Hund. Wo geht der jetzt hin? Das Problem ist halt, wir müssen echt seine genaue Route kennen. Okay, wir müssen da lang gehen. Das bringt uns nichts. Wir müssen schauen, wenn er wieder zurückläuft, und dann laufen wir einfach vorbei, komm. Kommt er da rechts? Wenn er links kommt, müssen wir uns beeilen.
kommt er denn jetzt? What? Ist er jetzt weg? Ich kann ein bisschen Zeichensprache, das ist auch cool. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da ist er wieder, oh. Ja, das ist echt ziemlich cool, das stimmt. Oh, ich habe Angst vor diesem Hundi. Aber nicht, weil er gruselig aussieht, sondern wir wurden ja im letzten Stream, ihr wart zwar beide, glaube ich, nicht da, oder wart ihr da? Ich weiß doch schon nicht. Ich weiß gar nicht, wer von euch da war. Aber das war echt sehr, sehr gruselig, als der Hund uns angesprungen ist, hat sein Tun. Wir gehen andersrum. Du bist jetzt nicht zufällig hier, oder? Yes! Das hat doch gut geklappt! Gibt es noch eine App? Ich hab gedownloadet und Sommer gelernt, aber ich hab meins vergessen. Ja, das ist das Schlimme an den ganzen Sachen. Dass man es recht leicht vergisst wieder. My memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. Okay. By the way, you can call me Red. It's not my Red. Name, you understand, but I am sure you will agree. It's a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Pokémon nachmachen, du. Ich war auch nicht da. Ja. Oh. Da ist einfach ein Wow-Wow. Nein! Geh weg! Run for your life! Wir werden sterben, I know this. Hilfe! Oh Gott. Nein. Okay, wir wissen sehr Bescheid, dass ein Wow-Wow ist. Und wir sollten warten, bis er weg ist. My memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large earth-eating metal monster. And that monster is thirsty. Wir müssen warten, bis er hin ist und damit wir vorbeigehen können. By the way, you can call me Red. Ja, ja, ist gut. Wir wissen, dass du gerne Pokémon spielst und dich retten uns. So, dann lass mal warten, bis er kommt. Ja, ist er ja. Ich hoffe, er sieht mich ja nicht. Das wäre sonst nicht so toll. Oh, hat er ja schön durchtrainierte Beine. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht töten. Ich glaube, das ist genau neben mir oder hinter mir. Also wenn wir jetzt sterben, dann wisst ihr Bescheid, dass wir hier nicht warten sollten. Ich will mich jetzt nur nicht zwingend umdrehen, weil der genau hinter mir sein könnte. Und in Horrorspielen dreht man sich normalerweise nicht so gerne um. Wenn er jetzt wieder zurückgeht, dann... Ja, gut. Bringt das mir was? Was macht denn der jetzt da? Okay. Ich sollte warten, bis er nochmal wegläuft. Ich glaube, jetzt zu schnell hier jetzt einen Speedrun draus zu machen, macht jetzt keinen Sinn. Ich warte jetzt einfach mal kurz ein bisschen. Und dann gehe ich gleich. Na. Wenn er jetzt langsam dahinter geht, gehe ich da rechts hinter. Na, wo bist du denn jetzt? Ja, und was ihr verpasst habt, dass ich hier auf Hard spiele, Ultra Hard.
Also Spiel Schwierigkeit. Ach, der geht ja noch lang. Ach, der geht abwechselnd links und rechts. Ich versuche so zu atmen. So, das ist ein sehr gutes Versteck. Das werden wir schon mal öffnen. Ist auch ein sehr gutes Versteck. Da ist noch einer. Aber bitte nicht noch viel mehr Hunde. Das wird dann schon echt sehr tricky und schwer. Wo das tricky und schwer nicht dasselbe ist. Egal. Schöne Tür bitte. Nein, jetzt keine Tür. Wo bin ich hier? Hab ich in die Karte habe ich ja nicht. Nicht, dass ich eine Sackgasse ist. Nee, hier ist eine Tür. Tool Shield, das ist schön. Hallo, keiner da, das ist ja schade. Was haben wir denn hier? Ein Zementmixer, keine Ahnung, warum. Warum man nicht mehr funktionieren sollte. Naja, vielleicht weil er total eingerostet ist. Oder was meinst du? Kann ich ein bisschen schütteln, oder vielleicht geht's dann. Ja, einfach habe ich mitbekommen, dann war ich zu spät da, danach nicht mehr. Ah, okay. Liegt bei euch Schnee? Ich glaube momentan gar nicht mehr. Säge? Oh. Hier gibt's echt viel, so Dynamit. Hey, nimm. Dankeschön. Hier oben ist nichts mehr. Da gibt's noch ein Zettel. So. Xenoreport 66B, Phase 9, Anno. Ja, 9002. Anno Domini 1992. Fight by Chief Attending Xeno Officer for the Eyes of the Leading Installation Officer Only. Leader. Unlike the other findings, 66B appears to be of manufactured rather than natural origin and so warrants additional interests and, need I say, security. The bulk of substance 63 was discovered only 6 yards from where artifact 66B was buried and appears at least in part to consist of a solidified form of 63 with a number of operable appendages. The artifact emits a low level of light from a seemingly inexhaustible energy supply, suggesting its origin is indeed as was suspected. Of course, the ramifications of this fact are clear and appropriate measures are already being taken. Progress in becoming enlightened as to purpose of the device, if indeed it served a purpose in the traditional sense at all, has been slow. Following protocol to the letter, I assigned my secondary officer to the artifact of on phase 7, only for him to go missing the following day. He eventually returned to the site from a previously uncharted area of the mines, presumably having discovered a new route. Avoiding the cave-ins at this stage, we can only assume what transpired, since he remains in a state of disorientation. Far be in it from me to question the decisions of the elevated case, but I am struggling to understand the necessity of conducting standard scientific testing in this case. I, of course, have full faith in the abilities of the research team put together and sent here by my immediate superior. I simply wonder whether their time might be
be better employed on the main side. Nevertheless, it is comforting to know that the actions of every member of the organization are carefully choreographed and controlled by those far outranking myself, both in stature and wisdom. And with this in mind, I feel fully justified in filling an official request for further manpower. We have already lost a number of workers to unforeseen events, largely while engaging in the studies mentioned earlier, and further investigation of the area calls for volunteers to carry out tasks altogether too hazardous in nature to risk the well-being of more elevated organization members. In particular, the tunnel system above the secondary site requires a medical cartography. Yeah, okay. Verstehe nicht. Was haben wir hier? Propangas. Kann man den mitnehmen? Kann man den anzünden? Kann man den aufdrehen? Nee. Extrem entzündlich! Okay, lass mal das mal. So. Wir haben eine Säge. Und dann schauen wir mal, ob wir die Hunde Hunde ablenken können und dann mit der Säge irgendwas anders machen können. So, habe ich hier was verpasst? Nein, habe ich nicht. Okay, okay, okay. Da war jetzt ein Wauwau, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nee, hier war keiner. Tool. Was? Tool Chat. Was heißt Chat? Das sind ja so englische Wörter, die kennt und lernen man halt nicht in der Schule. Woher soll man das wissen, was das heißt? Ist ein bisschen schade, dass das nur auf Englisch verfügbar ist, das Spiel. Ich glaube, es gibt auch eine deutsche Übersetzung, aber ich weiß nicht, wie ich die bekomme. Und vielleicht spiele ich sie irgendwann mal nochmal so. Schlimm ist es jetzt nicht, dass ich. Vor allem, wenn ich da weiß, wie es geht, dann macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß. Reden und mal lesen und so weiter. Sofort, wir haben eine Karte gefunden. Das ist sehr nice. Ich war gerade im Tool-Chat. Da. Was sind die Kreise? Was bringen die Kreise? Ach, der Kreis ist, wo wir gerade sind. Was ist mein To-Do gerade? Beyond Defensive Rights, there should be a hole in the last. Found a crate door leading deeper in the complex, but it's barricaded with a piece of wood on the side. Ah, die Säge brauche ich dafür. Mhm. Also da, wo ich gerade war am Anfang, da brauche ich eine Säge für. Ich will trotzdem noch mal schnell dahinter laufen. Müssen sehr vorsichtig sein. Hier ist zu. Those holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox on both your brain cells. Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my hope like you would a puppy freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. Okay, das geht nicht auf. Im Hammer brauche ich es erst gar nicht probieren, oder? Ich könnte es hier so aufziehen, irgendwie. I'm sorry. Sometimes my emotions are like a disobedient pet. Uncontrollable and often rolling in shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door and you will find what you seek. Na, Dynamit, das brauche ich jetzt glaube ich noch nicht. Also Dynamit, warte, guck mal schon. Es geht meistens
nur vor Steinen, vor solchen Stahltüren meistens eher nicht so. Dass man so eine Situation ist, wenn man das Wort nicht wissen und zack, von hinten kommt ein Hund und wer ist schuld, die Schule. Wie meinst du das jetzt? Meinst du so Spiele oder meinst du jetzt, dass es in echt passiert ist? Wo ist der Hund? Der kommt doch da hinten auch noch lang. Der Hund, aber... Den müssen wir aber sehen. Ich glaube, es ist nicht der gleiche Hund. So, und ein bisschen essen und dann seid ihr beste Freunde. Ja, nur das Essen mag er hier nicht, das Beef Jerky. Oder ich glaube, er mag es nicht. Ich kann es nächstes Mal bei der Funkstelle mal probieren. Er sieht mich bestimmt nicht. Er sieht mich bestimmt nicht. Hilfe. Okay, sieht mich echt nicht. Aber wenn der Hund Laser hat. Wahrscheinlich. Ja, der Hund, der hat mehr oder weniger Laser. Sieht so aus mit seinen Augen, das stimmt. Aber nur damit man mehr Angst vor ihm hat und die Messer erkennt. Geh mal weiter, bitte. Ja, das ist ein anderer Hund. Das sind tatsächlich zwei Hunde. Krasse Sache. Und schwuppdiwupp, jetzt sind wir hier. Hier müssen wir die Säge wahrscheinlich verwenden, aber ich würde gerne noch einmal warten, bis der Hund weg ist. Weil es kommt erstmal wieder. Und dann können wir ein bisschen warten. Das sind Wow-Wow-Katze. Was? So. Man muss echt viel warten im Spiel, was aber gar nicht so schlecht ist. Warten wir kurz, bis er wieder zurückgeht und dann nehmen wir schon mal die Säge gleich raus und sägen das dann durch. Das sollte klappen, dann können wir nämlich durch. Also müsste gehen, so ich würde denken. Es kommt da von rechts wieder und geht dann da hinten lang. Oder? Wenn mein Gehör sich nicht ganz täuscht. Tatsächlich. So, jetzt Säge. Mach wieder zu, komm. What's going on here? So, wir sind mal wieder weg. Hab die Super Bowl gesehen, ich leider nicht. Ich habe ihn aufgenommen, aber ja, ich hatte Besseres zu tun. Oh shit, ich bin hier. Nee, wo bin ich hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Möchte ich mal zur Tür, dass falls er mich sieht, dass ich einfach umgedrehen kann. Und hier glücken kann. Sieht halt alles gleich aus, das ist das Schlimme. Ich habe es wohl nicht gesehen, aber ich habe aufgenommen. Also ich werde nochmal einen Schnelldurchlauf machen. Die Werbungen anschauen, weil das sind die meist. Also das sind die Werbungen für die ganzen Firmen am meisten bezahlen müssen im ganzen Fernsehen. Und ich schaue mir die Pausenauftritte an. Ich glaube, Justin Timberlake ist aufgetreten und sonst noch ein paar Leute. Ja, ich schaue mir das aber mal an. Ganz entspannt. Was macht ein Wow-Wow jetzt? Oh. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ich habe gerade überlegt, so lange, was du gemacht hast. Ja, ja, das weißt du schon. Ich hoffe, der Hund ist jetzt weg. Der Hund ist weg.
Ja gut, wo ist es denn mal weggehen hier? Das ist jetzt nicht so super. Finde ich gerade ein bisschen ungünstig, wie das hier alles abläuft. Ich könnte mal die Kommentare von meinem neuen Video, also meinem Video von dem Stream hier mal anschauen. Das könnte ich mal kurz auf meinem Handy machen. Und hoffen, dass der WoW jetzt nicht zu nah an mich rankommt. So. Sehr cooler, genau. Macht weiter. So, Hashtag Unterstützung hast du. Okay, was ist das? Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Nee, sorry. Wenn der Satz nicht wäre, dann vielleicht schon. Ach, Bayern ist eine tolle Sprache. Wo finde ich schon? Bei Bayern ist auch ein tolles Bundesland. Das weißt du ja. Dieser Hund, der macht mich voll fertig. Okay. Wenn der jetzt da lang geht, dann gehe ich da lang. Wo geht's denn da jetzt lang? Hier könnte man natürlich sprengen und vielleicht geht da was im Boden weg, aber ich weiß nicht. Hier sind jetzt zwar auch so zwei Propan-Dinger, also warum nicht? Ich sneake lieber. Ich finde die Sachen besser, aber Bayern kommt auf Platz 2. Yay. Ja, man muss ja nicht Bayern aufs erste, auf den ersten Platz setzen. Solange so in Top 3 ist, ist alles gut. Oh, eine neue Karte. Das brauchen wir jetzt. Oh, das sieht ja alles so gleich aus. Das ist so gefährlich. Das war ein Hund gerade. Ich glaube, das war der von vorhin. So, wir sind hier. Wir müssen ins Auxiliary Chef wahrscheinlich. Ne, da hinten müssen wir dann rechts in die Ecke, Ecke. Da ist der Wow. Ich glaube, da rechts runter. Ich weiß nicht, ob es Dreck ist oder ob wir da hin müssen. Das wäre ziemlich Dreck, wäre ein ziemlicher Dreck, wenn man da hin müsste und es geht nicht dahin. Geht erstmal da lang. Ich glaube, hier gibt es einen Wuffi da hinten. Okay, ist es jetzt auf Platz 4? Nee. Das ist Griechisch auch. Ja, wie kommst du auf Griechisch? Gute Frage. Griechisch ist ja eine Sprache und Bayerisch ist ein Dialekt. Aber okay. Kann ja beides schön sein. Das ist unangenehm. Da ist noch ein Wuff. Es ist unangenehm. Ich bin Viertel Grieche. Ah ja, stimmt. Das hast du gleich mal gesagt. Kannst du echt Griechisch sprechen? Kann ich auch einen. Da ist mir stolz drauf. Ja, man kann ja stolz drauf sein. Spricht ja nichts dagegen. Hör auf zu atmen, Mann. Also nicht auf zu atmen, aber hör auf zu laut zu atmen. Oh nein! Sprint doch schneller! Nein! Ich dachte, von der anderen Seite kommt der. Ach, mir doch jetzt egal. Ja, der geht aber erstmal dahinter, das ist das Problem. Okay, also da dürfen wir uns nicht verstecken, nicht zu lange. Ich kann ein bisschen Griechisch, okay. Nicht schlecht. Oh, gehst du weiter? Nein, er geht nicht weiter! Wieso gehst du nicht weiter? Vogelmann. Ist was drin? Nein, da gehe ich da nicht rein. Meine Güte.
Da oben ist schon mal. Geht's in Ironminen, aber da, lohnt sich da schon weiterzugehen? Ich weiß es nicht. Es gibt halt keine grünen Türen mehr hier. Ich weiß aber nicht, für was das grüne da ist. Ach, die grünen Türen sind einfache Türen und die anderen sind so große Türen. Okay. Jetzt sind immer Hunde mit Leckerlis mitgenommen. Ich. Ape! Nein, das ist noch ein Hund. Sagen wir so, ich habe hier Fleisch, aber ich glaube, das mögen die nicht. Beef Jerky. Mal kurz ein Ladekabel für mein Handy holen. So. Einmal wupp. Und einmal anstecken. So. Das sind Wauwau-Katzen. Wie sind das Wauwau-Katzen? Nur weil sie bellen. Vielleicht essen die Wauwau-Fische. Ne, Wauwau-Mäuse essen die. Irgendwie so Fische, das sind ja keine Pinguine. Komm, ich geh jetzt risky, ich geh jetzt dahin. Komm, ist mir egal. Ich bin jetzt ein harter Junge oder tu wenigstens so. Ich meine, wenn wir einen No-Death-Run haben wollten, dann spielt man auch nicht auf schwer hier. Wir wollen hier ein bisschen Action, Herausforderung und. Nein! Keine Taschenlampen. Ich stelle mich so dumm an. Alles klar. Du meinst Wauwau Katzenleckerlis. Bei Wauwau Leckerlis macht ja nicht so viel Sinn. Jetzt kommt er zu mir. Hier, nimm! Ich hab Leckerlis für dich. Ja, der eine! Ehrlich! Ja! Ah, oh, so ein Scheiß! Also, das Leckerli hat jetzt nicht so gut geklappt. Wirklich, der eine Hund ist voll lieb und der andere sprintet mir zu. Junge! Oh, Mann, das ist geil. Oh, shit. Nein, du machst ganz toll. Dankeschön. Oh. Ja, ihr seid echt super. Baustellenschilder. Soll ich jetzt einen auf. Soll ich was zeigen, was ich habe, aber nicht haben sollte? Schreibt es mal in die also in den Chat, ob ich das euch zeigen soll. This must be controlled for the Yolo Ministry. Was steht da? No, that's quite a machine. It doesn't come anymore. Ja, okay. Ja, wenn ihr das sagt. Okay, sehr interessant. Power Cabinet. So, oben was? Ja, da oben ist Dynamit nochmal. Ein Old Artifact. Schauen wir uns natürlich noch an. Sonst darfst du mich noch nicht verlangen. From out the door rides something west. Something terrible. It strikes a man, knocking him down, and those standing by him wither. Into the darkness, screaming begins. Still, father looks on. Is he bringing this? Father, what have you done? Okay, ihr wolltet das echt sehen. What the fuck? I felt something that time. That I didn't feel before, but I'm sure that always been there. It's as if a small part of me is still trapped inside Advent. Ja gut, ihr wolltet, dass ich das jetzt suche. Dann brauche ich aber echt eine kurze Pause. Ich mach kurz
den Ton von der Ingame aus. Wie mache ich das? Ich mache eine kurze Pause. Ich habe mich halt müde. Nee. Eine kurze Pause, indem ich. Kann ich den Ton einfach im Spiel kurz ausmachen? Sound. Sound Volume ist auf 100. Dass man das nicht ändern kann. Doch, mit Rechtsklick. Ich mach mal kurz auf 0. Mach kurz Musik an für euch. Geh kurz hier auf Pause. Ich habe so einen tollen Pausenbildschirm. Ich bin so stolz auf mich. Ein bisschen, aber nur. So, der sieht so toll aus, oder? Mach dann kurz mich weg, weil ich wollte mir nicht beim Suchen zuschauen. Und wenn schon, dann sorry. Und ich mach kurz Musik an und wir sehen uns dann gleich wieder.